Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heutiges Thema ist die häufigste Erkrankung, die die Zahnhartsubstanz befällt, nämlich die Karies. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, was ist Karies, wie entsteht diese und was kann man dagegen letztendlich dann auch machen, welche Möglichkeiten gibt es da. Und wenn man dann leider doch nochmal Karies hat, was nicht selten vorkommt, nämlich das ist eines der am häufigsten vorkommenden Infektionserkrankungen weltweit. Wenn man dann leider dann doch noch Karies hat, welche Möglichkeiten gibt es da, um diese zu eliminieren, therapeutisch zu beseitigen? Und dann wollen wir uns vergleichsweise auch nochmal ein paar Beispiele anschauen, welche weiteren Möglichkeiten der Defekte einer Zahnhartsubstanz gibt es noch. Das wollen wir uns heute alles gemeinsam erarbeiten. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Karies ist zunächst einmal eine lokalisierte Erkrankung der Zahnhartsubstanz. Wir brauchen hier mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen. Aber davon sind zwei Faktoren sehr entscheidend. Eines dieser Faktoren sind die Mikroorganismen selbst. Was passiert nämlich, wenn wir gewisse Nahrung zu uns nehmen? Nahrung nämlich, die viel niedermolekulare Kohlenhydrate enthält, auch Saccharosen genannt. Wenn man diesen Mikroorganismen solche Nahrung zuführt, dann können diese nämlich auf der Zahnhartsubstanz liegend, sitzend, anhaftend mit diesem Substrat, mit diesen niedermolekularen Bestandteilen der Nahrung, können diese Mikroorganismen dann Säuren bilden. Diese Säuren, dann kann man sich das auch, glaube ich, gut vorstellen, können die Zahnhartsubstanz insofern angreifen, als dass der Zahnhartsubstanz Mineralien entzogen wird durch diese Säuren. Und man dadurch, ja, wenn man das Ganze zu exzessiv dann geschehen lässt, über einen sehr langen Zeitraum auch, dann kann die Karies selbstverständlich sehr tief eindringen und den Zahn dann auch schmerzempfindlich machen. Bei dem ganzen Geschehen, was ich gerade geschildert habe, ist natürlich dieser Faktor des Zuführens der niedermolekularen Kohlenhydrate entscheidend. Wenn man nämlich diesen Faktor, dass man bei der Nahrung so wenig wie möglich diese Saccharosen zu sich nimmt, wenn man diesen Faktor, soweit es geht, beseitigt, reduziert, kann man der Karies eigentlich schon die Basis, die Grundlage entziehen. Wenn nämlich die Mikroorganismen kein Substrat bekommen, können diese eben keine Säure bilden. Unabhängig von diesem Sachverhalt hat man tatsächlich auch festgestellt, neuerdings, dass unter Zahnstein, wo tatsächlich viele kariesbildende Mikroorganismen vorhanden sein können, nämlich die Streptococcus mutans Mikroorganismen, dass man dort festgestellt hat, dass selbst bei einer stark besiedelten Mikroorganismenbereichen, dass dort selbst manchmal keine Karies vorzufinden ist. Das heißt also, die Mikroorganismen selbst sind gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich die Nahrung, die wir zu uns nehmen, und zwar die Nahrung, die solche Bestandteile beinhaltet, welche von diesen Mikroorganismen dann letztendlich genutzt werden. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele auch bringen, um zu zeigen, dass tatsächlich die Nahrung, die Bestandteile der Nahrung so entscheidend sind für die Zahnhartsubstanz, für die Gesundheit der Zahnhartsubstanz. Denn diese ist ja nichts anderes als auch ein Gebrauchsgegenstand, den wir mit uns mittragen. Ja, und um diesen Gebrauchsgegenstand zu schützen, gibt es da auch weitere Dinge, die man wissen sollte. Ein Beispiel für weitere Zahnhartsubstanzdefekte sind erosive Geschehen, die dadurch auftreten, dass es zu einer Säureeinwirkung auf die Zahnhartsubstanz kommt, die nicht mit Mikroorganismen zu tun hat oder in Verbindung damit steht. Hier sind hyperakide Getränke zu nennen, Früchte, bestimmte Früchte, die man ständig zu sich nimmt, Fruchtsäfte also, oder auch Energy Drinks oder Soft Drinks,
Das alles kann tatsächlich dazu führen, dass der Samensubstanz durch diese Säureanwirkung ja, Mineralien entzogen werden und man einen Defekt dadurch entwickelt über die Zeit. Auch bestimmte weitere Nahrungsmittel, die Essig enthalten oder auch Joghurt, können dazu beitragen. Es geht hier natürlich nicht darum, diese Nahrungsmittel zu verbieten, sondern einfach darum, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, diese Dinge ein wenig ja, kritischer zu betrachten und vielleicht ein wenig anders zu verteilen in in seinen Nahrungsbestandteilen. Natürlich gibt es auch bestimmte Krankheitsbilder, die dazu führen können, dass es zur Säurewirkung, Einwirkung auf die Substanz, Zahnsubstanz kommt, die nicht mit Mikroorganismen zu tun hat. Die Magensäure wäre zu nennen hier. Hier die Erkrankung Bulimie, wenn man ständig erbrechen muss. Oder auch der Reflux führen dazu, dass die Magensäure die Zahnsubstanz angreifen kann und es erosive Defekte gibt. Auch gibt es weitere abrasive ja, Geschehen, die durch eine falsche Putztechnik hervorgerufen werden können und dadurch eben gerade im Zahnhalsbereich ja, summiert über die Zeit die Zahnsubstanz abtragen können, sodass es zu sogenannten keilförmigen Defekten kommt. Es gibt nicht wenige junge Menschen, die diese Defekte haben. Alleine aus der Tatsache heraus, dass wir ständig mit solchen genannten Nahrungsmitteln konfrontiert werden im Alltag und wir diese zu uns nehmen, zusätzlich dann eine unglückliche Zahnputztechnik eventuell anwenden und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass ein keilförmiger Defekt im Bereich des Zahnhalses sich mit der Zeit darstellt. Da sollte man also ein wenig Acht geben, dass das eben nicht auftritt. Hat sich jetzt tatsächlich doch ein kariöser Defekt entwickelt, so muss man das Ganze ein wenig unterscheiden. Zunächst einmal sollte man die sogenannte Initialkaries betrachten, die dadurch klinisch immun gekennzeichnet ist, dass wir so weiße, rundlich, in der Regel rundliche Strukturen erkennen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass eben diesem Bereich der Zahnsubstanz Mineralien entzogen wurden. Und dem Ganzen kann man therapeutisch tatsächlich minimalinvasiv Herr werden, wenn man ja, dem Ganzen durch bestimmte Pasten Mineralien wieder zuführt. Das kann man auch in der häuslichen Mundpflege betreiben. Und das Ganze mit dem Zahnarzt tatsächlich dann besprechen. Wenn die Karies dann tatsächlich doch ein wenig tiefer eindringt, durch den Schmelz Richtung Dentin reicht, dann kann es tatsächlich auch zu Schmerzen führen. Und hier sollte man dann mit dem Zahnarzt gemeinsam entscheiden, ob je nachdem, wie groß der Defekt ist, eine Füllungstherapie vielleicht ausreichend ist oder man doch tatsächlich Richtung indirekte Versorgung gehen muss im Sinne einer keramischen Arbeit. Wenn aber der Defekt noch tiefer gelangt, Richtung Pulpa, dann können wir tatsächlich einen Zustand erreichen, in dem ja, die Beschwerde, die Schmerzen, die wir infolge diesen Defektes haben, dass diese Beschwerden ja, nicht zurückgehen und eine sogenannte pulpitische Beschwerde auftritt, die irreversibel sein kann. Und dann wird eine sogenannte Wurzelbehandlung notwendig werden. Diese ganzen Maßnahmen, die ich gerade auch genannt habe, sollte man eigentlich so weit es geht vermeiden. Und ich habe heute mit Absicht mein Hauptaugenmerk auch auf die, ja, auf die Nahrungsbestandteile, die wir täglich zu uns nehmen, gesetzt, dass das Ganze einfach einem klar wird, welchen Einfluss wir dadurch haben. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen rüberbringen konnte, dass eben vieles, vieles vermieden werden kann, insofern, dass man zu Hause seine Nahrungsbestandteile nochmal überprüfen sollte oder auch ein wenig sich vergegenwärtigen sollte,
Und vielleicht können auch einige Eltern ihren Kindern dahingehend auch ein wenig ja, erziehen, ein wenig leiten und ihnen aufzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, eben um solchen Defekten einfach ja, die Grundlage zu entziehen. Ansonsten hoffe ich, dass das ganze Video ein wenig ja, geholfen hat und würde mich freuen, wenn ein Benefit dadurch entstanden ist und ich einen Daumen hoch hier unten bekomme. Und natürlich kann man diesen Kanal auch abonnieren, damit man auch weitere Videos ja, bekommt und verfolgen kann. Ich wünsche damit einen schönen Abend.